Spider-Man. Danke fürs Kommen. Ich suche nach meinem Großvater Earl. Er wollte hier jemanden treffen. Und jetzt ist er weg. Und kannst du mir helfen, ihn zu finden? Gibt es irgendwelche Hinweise? Nur dieses Bild. Er hat es den ganzen Morgen angestarrt. Ah, kommt mir bekannt vor. Eine Art Ausstellung. Wurde wohl vor circa 60 Jahren aufgenommen. Etwa zur selben Jahreszeit. Ich finde ihn. Keine Sorge. Mach schnell. Er ist auch verwirrt und ich will nicht, dass er mich fürchtet oder verletzt oder... Sah aus, als wäre auf dem Bild eine Art Tiergehege zu sehen. Hier ist es. Vom Großvater keine Spur. Hast du vielleicht Hinweise hinterlassen? Jemand hat ein Blumengesteck ans Seelöwenbecken gelegt. Was ist das? Ist die Notiz von ihm? Yep, an ihn selbst adressiert. Hey, er ist nicht im Zoo. Ich habe eine Notiz an ihn gefunden, in der etwas von einem botanischen Garten steht. Meine Großeltern sind am Wochenende immer durch den botanischen Garten spaziert. Dort muss er bestimmt sein. Dieser Hut auf der Bank. Wenn der Großvater Earl gehört, besitzt er echt Stil. Großvaters Inhalator. Er braucht ihn bestimmt. Mit dem Substanzanalysator müsste es gehen. Wenn ich die Verbindung isoliere, kann ich vielleicht eine Spur zu ihrem Großvater legen. Okay. Hey, im Garten ist er auch nicht. Ich habe aber seinen Inhalator gefunden und auf wissenschaftliche Art eine Spur gelegt. Ich sag dir, wenn ich ihn gefunden habe. Oh nein, wirklich? Bitte beeil dich. Sein Leben hängt von diesem Ding ab. Ich habe gerade so viel Stress. Und manchmal fühlt es sich an, als müsste ich mich um ihn kümmern. Um ihn vielleicht zu verlieren? Ich will einfach nur bei ihm sein. Das stimmt nicht mit mir. Geh nicht so hart mit dir ins Gericht. Es ist schwer, sein Privatleben mit seinen anderen Aufgaben zu vereinbaren. Glaub mir, ich weiß, dass wir alle unser Bestes geben. Dein Großvater ist am See. Ich bleibe bei ihm, bis du hier bist. Wirklich? Bin unterwegs. Bleib, wo du bist. Hallöchen, Sir. Spider-Man? Egal, was du denkst, ich war's nicht. Ihre Enkelin bat mich, sie zu finden. Enkelin? Sag ihr, ich bin bald wieder zurück. Hier habe ich meiner Frau den Antrag gemacht. Genau hier, an dieser Stelle. Wow, echt? Eine Frage. Wie haben Sie es getan? Erst mussten wir in den Zoo.
Ich kenne niemanden, der Tiere mehr liebt als diese Frau. Ich war nervös. Ich wollte sie bei den Erdmännchen fragen. Sie sagte, sie seien wie ich. Aber ich war so nervös, Mann. Ich konnte gar nicht klar denken. Wir verließen den Zoo und liefen bis hierher. Sie? Wenn du sie gesehen hättest. Perfekt. Aber ungeschickt. Ist fast in den Teich gefallen. Mit dem Gesicht zuerst. Warst du je verliebt, Spider-Man? Ja. Ja, war ich. Es ist so schön. Es gibt nichts Schöneres. Kann ich dir etwas sagen, Spider-Man? Ich werde immer schwächer. Es ist beängstigend. Ich dachte, ich wäre bereit, aber nichts macht einen bereit. Nichts. Aber wenn ich hier bin, ist es, als wäre sie auch da. Als würde ich alles nochmal erleben. Ich bin nervös, schwitze und alles. Dann sehe ich in ihre Augen und fühle mich wie zu Hause. Ich war an dem Tag so nervös, Spider-Man. Ich hätte fast gar nicht gefragt. Und es ist, als hätte ich geblinzelt. Und weg ist sie. Tut mir leid. Du meintest, meine Enkelin würde nach mir suchen? Lass uns zu ihr gehen. Natürlich bist du hierher gekommen. Sorry, dass ich dich verloren habe. Ich bin doch weggelaufen. Aber Spider-Man hat gut auf mich aufgepasst. Wir haben über deine Großmutter geredet. Ach ja? Sie liebte diesen Ort, nicht wahr? Ich glaube, wir waren jedes Wochenende mit ihr hier. Haben endlich... Das kann gut sein. Ich weiß nicht viel, aber ich weiß, dass sie dich geliebt hat.